Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Egbert Lisko, alle Jahre wieder beherrscht die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer ein Thema, es sind Wahlen. Und alle Jahre wieder beherrscht die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer ein weiteres Thema, der Ruf nach der Wiedereinführung der Vermögensteuer. Die Fraktion Die Linke verbindet beides gerne und legt uns von Zeit zu Zeit einen Antrag dazu vor. Frei nach dem Motto, wenn ich mal keine Idee zu einem Antrag habe, dann geht die Vermögensteuer immer wieder. Also wie weiter? Bevor ich jetzt weitermache, Herr Häsel, Sie haben gesagt, jedes Jahr, glaube ich, verlassen 6.000 Einkommensmillionäre Frankreich, Europa, wie auch immer, keine Ahnung. Man muss dazu aber auch wissen, dass es in Deutschland 1,2 Millionen Einkommensmillionäre gibt. Ich glaube, diese 6.000 kommen jede Woche dazu, wenn man das so hochrechnet. Aber meine Damen und Herren, die SPD tritt für mehr Steuergerechtigkeit ein und wir wollen die Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen entlasten. Dies geht zum Beispiel mit einer Reduzierung der Soziallasten, denn die kleinen und mittleren Einkommen zahlen entweder keine oder nur eine geringe Steuer. Allerdings ist die Höhe der Soziallasten beträchtlich im Verhältnis zum Nettoeinkommen. Meine Damen und Herren, die Fraktion Die Linke hat sicherlich den Bundestagswahlkampf im Auge und auch zu Recht und wieso auch nicht und Äußerungen von unserem SPD-Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel. Er empfiehlt seiner Partei, keine neuen Forderungen nach einer Vermögensteuer ins Programm zu nehmen. Man muss nun auch nicht jeder Empfehlung folgen, aber stattdessen schlägt er vor, eine bessere Erbschaftssteuer ins Auge zu fassen. Die SPD soll ihn nichts fordern, was nicht umsetzbar ist. Alleine der jährliche Aufwand, der betrieben werden müsste, um das gerechte Vermögen zu ermitteln, ähnlich wie bei der Grundsteuerreform, könnte zu einem Bürokratiemonster werden. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Vermögenden haben eine gerechte Besteuerung zu erwarten. Sie haben dieses Vermögen auch aufgebaut. Es wurde ihnen mit Sicherheit nichts geschenkt. Denn die Mehrheit der Unternehmer haben ganz klein angefangen. Das muss man auch mal tolerieren. Viele Millionäre und Milliardäre haben anscheinend die richtige Idee gehabt, denn ansonsten wären sie nicht da, wo sie heute sind. Man muss auch einmal so tolerant sein und diese Tatsache akzeptieren. Anders sieht es bei den Erben aus. Wer bisher dieses Risiko nicht getragen hat und sein Vermögen in die Wiege gelegt bekommt, sollte schon herangezogen werden. Natürlich mit einem Schonbetrag. Meine Damen und Herren, es bleibt ganz klar unser Ziel, ein gerechtes Steuersystem zu etablieren. Es ist nun mal eine Tatsache, dass starke Schultern mehr tragen können als schwache. Aber mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, ist vollkommen abwegig. Wir streiten dafür, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinanderdriftet, sondern wieder geringer wird, damit unsere Gesellschaft weiter zusammenhält. Das trifft in Anbetracht der Einkommensverschiebung der letzten Jahre insbesondere für Einnahmen aus leistungslosen Kapitalgewinnen und Erbschaften zu. Wir fordern deshalb, die steuerliche Ungleichbehandlung von Einkommen aus Kapital und Arbeit zu beenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind dabei, das Regierungsprogramm im Bund zu erarbeiten. Hierzu gibt es einen breiten Dialog mit allen Beteiligten. Am Ende werden wir einen vernünftigen Vorschlag für ein gerechtes Steuerkonzept aus einem Guss machen. Ob dieses nach der Bundestagswahl im Herbst umsetzbar sein wird, hängt von den Wählerinnen und Wählern ab. Eine echte Steuergerechtigkeit wird es jedenfalls mit der jetzigen CDU in Bund und Ländern und Herrn Schäuble als Finanzminister wohl nicht geben. Somit ist es Zeit auch hier für einen Wechsel. Und was ich bei Herrn Häsel auch nicht verstanden habe, ist, Herr Häsel, Sie haben vorhin gesagt, die Vermögensteuer ist armutsgefährdend. Das habe ich jetzt nicht verstanden, was Sie damit meinen. Vielleicht müssten Sie noch mal ans Mikro gehen und das erklären. Ich muss kein Bier trinken gehen, das können Sie ja machen. Sie schlafen ja doch die meiste Zeit hier. Meine Damen und Herren, ich fasse abschließend zusammen. Da eine Bundesratsinitiative auch zeitig zu spät kam, käme und wegen der Koalition mit der CDU, CSU und dem Bund sowieso nicht umsetzbar wäre, richtet sich der Antrag der Linken im Grunde nicht an den Landtag mit Auftrag an die Landesregierung, sondern soll die Partei der SPD dazu auffordern, die Wiederbelebung der Vermögensteuer ins Regierungsprogramm aufzunehmen. Die Grünen sowie die Linken haben die Vermögensteuer in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 bereits aufgenommen. Damit soll ein Signal für Rot-Rot-Grün nach der Bundestagswahl gesendet werden. Ob die aber eine
Koalitionsaussage vor der Wahl machen wird, wir werden es sehen. Unter diesen Aspekten ist der Landtag zum jetzigen Zeitpunkt der falsche Adressat für diesen Antrag. Wir lehnen den vorgelegten Antrag ab und warten auf den nächsten Antrag. Vielen Dank.